Hey Leute, willkommen zurück zu Arena of Vaela. Heute mal meine Top 10 Lieblings-Skins. Und da sehen wir schon, heute ist der 14.11. Also alle Skins, die es heute gibt, ne? Bis zum heutigen Tag, sehen wir uns hier mal an. Und da hier sehen wir auch schon beim Ranglistenspiel unten, die Natalia hat einen neuen Skin bald, der wahrscheinlich in die Top 10 kommt, aber der ist noch nicht da. Deswegen jetzt mal in den Shop am leichtesten und zu Skins. Und zeige euch meine Top 10. Ich fange mit denen an, die ich noch nicht habe. Das heißt, sie haben mich noch so wenig interessiert. Wie soll ich sagen? So wenig interessiert, ja, dass ich sie noch nicht gekauft habe. Und da fangen wir an mit Wukong. Er sieht mega geil aus. Aber wie ihr seht, links oben seht, ich habe nicht viel Wukong noch gespielt. Und deswegen, ja, mein 10. Platz geht an Wukong. Aber der Skin ist so geil. Wenn ich mal Wukong kann, werde ich auf jeden Fall den Skin hier kaufen. Hundertprozentig. Ganz wichtig. Denn ja, das sieht so richtig krass anders aus gegen das Original. Hier so ganz normal in goldener Rüstung und dann hier dieser Skin. Mit der roten Wolke schon, ne? Ah, es ist halt schon geil, ne? Es ist schon geil. Er ist auch arschteuer. 1600 Gutscheine für den Skin ist viel, aber er ist halt echt nice. Platz 10 auf jeden Fall an Wukong. Dann Platz 9 geht an Krack. An Schneebären. Denn ich finde ihn so lächerlich cool, sozusagen. Haha, cool. Winterskin. Ja, allein die riesige Schneeflocke am Rücken, Leute. Der Hammer. Habe ich aber auch noch nicht. Und deswegen mein 9. Platz an ihn. Also sieht aber echt gut aus, ne? Ist auf jeden Fall nur durch kurze Zeit verfügbar. Seht ihr unten da stehen. Also jetzt im Winter wahrscheinlich. Aber ich muss ihn dann einfach holen, ne, wenn er da ist. Ganz wichtig. Es gibt auch zurzeit nämlich den Frostkönigin-Skin von Illumina. Ich glaube, der war früher nicht da. Ist jetzt gerade im Shop. Kann ich mich auch täuschen. Auf jeden Fall ist er jetzt da. Auch nicht schlecht. So, Platz 8 geht auf jeden Fall an die Herzensbrecherin Vera. Der Skin ist so cool. Konnte man damals sich im Mutmarken-Event erfarmen? Muss man sich entscheiden. Bei 25 Münzen konnte man sich den Vera-Skin hier holen. Der mega geil ist. Oder bei 30 Münzen den Arthur-Skin. Ist auf jeden Fall richtig, richtig nice. Sieht original schon nicht schlecht aus. Also wirklich schön gemacht. Kann man auf jeden Fall lassen, auch so. Ist aber wirklich stark. Aber der hier ist halt einfach am besten. Die Schneekugel hier, naja, ist jetzt nicht so meins. Und die Herzensbrecherin ist auch nicht wirklich männlich. Aber wenn wir der Rang, Platz 8 für die Herzensbrecherin. Platz 7, aber auch nur, weil ich ihn noch nicht habe. Ist Maloch, der Schreckenswurm. Es ist so ein geiler Skin für Maloch. Wenn ich den Skin jemals habe, werde ich nur mit Maloch zocken. Er ist einfach so geil. Dieser schwarze, er ist der Hammer, die Waffe und alles mega. Gegen das normale, ist der normale schon sau cool. Muss man sagen, Maloch sieht sowieso cool aus. Ein riesiger Dämon. Aber mit diesem Skin, das macht alles besser. Die Hörner und alles. Hammer. Hammer. Auf jeden Fall mein richtiger Platz. 7 sollten jetzt sein. Ich quatsch so viel, dass ich die Zahlen vergesse. Ich hoffe, es ist Platz 7. Mega nice. Dann haben wir noch, Platz 6 ist Butterfly die Matrosin. Die mag ich sehr gerne, den Skin. Butterfly muss noch viel mehr üben und spielen. Dieses Skin erinnert mich nämlich hart an Sucker Punch. Und deswegen auf jeden Fall in meinen Top dabei. Sucker Punch ist so ein cooler Film. Falls ihr Sucker Punch nicht kennt, unbedingt ansehen. Wenn wir ja, dieser Platz geht an Butterfly im Matrosen-Outfit, was mich sehr an Sucker Punch erinnert. Mega nice. Platz 5 wird schon schwieriger. 1, 2, 3, 4. Platz 5 wird schon schwer. Ich glaube, Platz 5 wird der Furchtzirkus von Mganga oder Maganga. Ich finde ihn einfach cool. Allein dieses Bild rechts, das ihr seht, das sieht so hammerböse, böse, böse aus. Original sieht er ganz okay aus. Ich mag das sein Gesicht nicht so. Nicht wirklich meins, aber bei Furchtzirkus ist einfach der Hammer. Das sieht aus wie ein wirklich böser Harlekin. Und ja, einfach nur geil und böse. Auf jeden Fall mein Platz 5. Mega nice. Der Zuckerskin, naja, ist gewöhnungsbedürftig. Lieber nicht. Platz 4 dann auf jeden Fall, würde ich sagen, oh, schwer, ne? Ich glaube L'Oreal. Auf jeden Fall L'Oreal, der nächste Platz, der verdiente
In Schwarz sieht sie halt richtig, richtig geil aus. Das ist einfach nur Hammer, das Kleidchen. Die Flügelchen in Schwarz. Ein richtig geiler Charakter. Muss noch ha weit harter üben, denn es ist einfach der Hammer. Der Skin ist der Hammer. Dann auf dem nächsten Platz wird schwer die Top 3. Ah, ich kann mich schwer entscheiden, Leute. Ich sag, Platz 3 ist der zweite L'Oreal Skin. Ja, noch ein L'Oreal Skin. Denn ich finde, das ist das schönste Halloween Skin, den wir gehabt haben im Halloween Event. Diese Flügel, dieser Hut mit dem Auge, diese Farbkombination von Violett und Orange, plus den Skeletten. Ihr seht ja am Brustkorb, die Rippen. Das sieht echt geil aus, ne? Das Kind ist der Hammer auf jeden Fall mein Platz 3. Mega, mega geil. Dann Platz 2 ist, ist die Sensenfrau. Ich muss sie auf Platz 2 setzen und nicht Platz 1. Ich sag nachher warum. Platz 2 ist Mina in der Sensenfrau in Form. Seht euch mal das Bild rechts bitte an. Dann wisst ihr schon warum. Ist auch richtig cool mit den Haaren und in einem Flügelchen, dem Ohr da oben, die Spange halt, in den Haaren. Die Flügel in Rot sehen in-game auch super aus mit der Sense. Also ein richtig, richtig schönes Skin. Obwohl ich sie original auch super finde mit dem Schwarz-Violett kombiniert. Hat mir auch sehr gefallen. Nur mich hat dann auf jeden Fall das Bild rechts hier überzeugt, diesen Skin doch zu bevorzugen. Den Zuckerwatte-Skin haben wir natürlich auch. Oder Zuckerstange. Haben wir im Halloween-Event uns freigeschalten. Den mussten wir auf jeden Fall mitnehmen. Denn er war nur zu Halloween da. Der ist schon auch cool. Der ist schon auch cool. Den mussten wir unbedingt mitnehmen. Aber ja. Und Platz 1 verdient. Warum? Weil es so viel harte Arbeit war, mir diesen Skin zu erfarmen. Das war wirklich schwer. Man musste 30 Mutmarken farmen, um diesen Skin hier freizuschalten. Und wie bei Vera vorher gesagt, entweder man nimmt diesen Skin hier für 30 oder man nimmt bei Vera den für 25. Beides ging sich nicht aus bei mir. Ich weiß nicht, ob es bei euch irgendwie geklappt hat, aber ich glaube kaum. Denn man brauchte viel Glück, um die Mutmarken überhaupt zu bekommen. Und ich habe auch da zwei Videos gemacht. Wie das funktioniert hat, könnt ihr gerne mal ansehen. In der Playlist. Auch einen Stream davon gemacht. Mutmarken farmen. Ja, Platz 1 an Arthur, an diesen Skin, weil es so viel Arbeit war. Und was man diesen Skin noch sagen muss, die Fähigkeiten sehen dabei anders aus. Die Ulti sieht anders aus, die zweite Fähigkeit und die erste Fähigkeit sehen komplett anders aus als beim normalen Arthur, was diesen Skin erst recht besonders macht. Allein das Schwert, was sich bei Arthur rumdreht, sind da Seelen, die sich um ihn drehen. Habt ihr kurz die Seelen gesehen aus dem Boden? Wunder, wunderbar. Könnt ihr auch sehen in meinem letzten Arthur-Tutorial-Guide. Habe ich auch den Skin hier gespielt im Gameplay? Könnt ihr euch auch mal ansehen, den Arthur Guide? Mega nice, mega nice. Ja, es gibt halt schon viele geile Skins, aber wenn man sich bei Top 10 entscheiden muss, ist schwer, ne? Der von Killgrove gefällt mir auch ganz gut. Obwohl ich sagen muss, da ist das Original auch schön. Und der von Zill, den finde ich mega. Den finde ich auch mega super. Hat zwar nicht die Top 10 geschafft, sieht aber echt gut aus mit seinen ganzen Krallen und so. Ah, ist schon nice. Sollte ich auch unbedingt jetzt mal mehr anfangen zu üben, die Assassinen. Richtig cool, Leute. Denn Zani Skin ist natürlich auch schön von Season 4. Sieht super aus. Aber, na, Zani ist, ne? Puh, schwer zu sagen. Er ist nicht schlecht, aber es gibt halt immer einen Helden, der besser ist als er. Aber der Skin hier ist der Burner. Ist auch richtig geil. Aber nicht den Top 10 geschafft. Der von Leon ist auch nicht schlecht als Spezialeinheit. Also ein Hardcore-Polizist. Den gibt es bei Lubu übrigens auch, als Polizist. Der von Zephis, das haben wir auch bekommen im Halloween-Event. Ist auch nicht so schlecht, aber was mir da nicht gefällt, sind die fucking Regenschirme. Er kämpft mit Regenschirmen. Der Kopf ist natürlich mega und das hinten drauf, das Lächeln ist auch der Hammer. Aber diese Regenschirme, ne? Diese Regenschirme haben ihn leider aus den Top 10 geworfen. Das ist schon schade, ne? Das ist schon schade. Diesen Skin hier bekommt ihr, wenn ihr Platin erreicht im Ranglistenspiel. Sieht auf jeden Fall besser aus als der Original-Skin. Ich sollte auch endlich mal nutzen. So. Den hier kriegt man aus der Tombola oder kann ich kaufen. Aber ich finde den zweiten schon am besten. Haben wir sonst noch irgendwas Spannendes? Ich glaube zurzeit nicht. Den Valheim Templar-Skin kann man sich nur durch die Tombola holen. Wenn man zurzeit das Amulett zieht. Der hat natürlich links, wie ihr seht, neue technischen Look, neue Fähigkeitseffekte. Und er redet anders. Also das Audio ist komplett anders. Ist auf jeden Fall ein geiler Skin. Aber ich würde niemals für das Tombola-Amulett eintauschen. Und sonst haben wir hier auch nichts mehr Spannendes, muss ich sagen. Es kommen auf jeden Fall neue Geile, habe ich im Test-Server gesehen. Und hier, der Captain ist der neueste Skin von Grack. Haut mich jetzt aber auch nicht so um, ne?
haut mich nicht so um, wie er mit seinem Plüsche. Mit seinem Plüschefischchen hier rumwirft. Ich hoffe zumindest, dass er das Plüsch. Mit seinem Kreuz am Rücken. Ah. Es ist mir alles zu knuffig. Ich hab's gern böse. Ihr gesehen habt an den Skins von Maganga, von Mina, hoppla, von Mina und von Vera und von Maloch. Also eigentlich nur die ganzen Bösen, Leute. Ich mag die Bösen. Auch der Wukong ist kein netter Skin. Der ist auch auf jeden Fall ein böser, böser. Und was ich noch kurz sagen wollte, am Schluss noch, bevor wir das Video beenden, ich habe im Shop mir für die Edelsteine nochmal Tombola-Tickets geholt und ich habe, Leute, nach 187 Versuchen das Amulett gezogen. 187. Seht ihr rechts oben, ist das wieder auf 0, die Glückspunkte. Und ich werde jetzt auch nichts mehr öffnen, bis da drin jetzt neue Helden sind und so weiter. Denn ich kann mein Amulett jetzt einlösen. Seht ihr rechts oben? Habe ich jetzt ein Amulett. Kann man sogar draufdrücken, ja. Ich habe eines. Das heißt, ich könnte mir diesen Walhand-Skin holen oder den Zephyr-Skin, den ich schon habe. Und ja, aber leider ist keine Airi da, kein Maloch-Skin, gar nichts. Also werde ich das Amulett auf keinen Fall jetzt einsetzen. Auf keinen Fall. Ja, hier sieht man eine Frostkönigin da unten, in der Mitte. Ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher, ob die schon vorher zu kaufen war oder ob die jetzt wieder hier ist, da es Winter ist. Und ich hoffe, der Krax-Skin kommt bald wieder. Das rechts oben, das ist ein ziemlich teurer Spaß, die Arcanas hier für 200 Gutscheine zu kaufen. Ist zwar natürlich geil, denn da sind sehr gute magische Arcanas drin, aber 200 Gutscheine für ein Stufe 3 Arcana, boah, das ist schwer. Natürlich kann man sie auch für 2000 Gold kaufen, aber 200 Gutscheine würde ich jetzt nicht ausgeben, ganz ehrlich. Nein, also ich nicht, Leute, ich nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall den Natalia-Skin, den ihr links unten seht, den will ich auf jeden Fall haben. Der wird es dann wahrscheinlich auch in meine Top 10 schaffen, aber der ist zurzeit noch nicht da. Also Leute, das waren meine Top 10 Skins. Schreibt mir in die Kommentare, was sind eure Lieblingsskins? Haut es mir mal rein, Leute. Bin sehr gespannt, was ihr für Skins so feiert. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn nichts mehr verpassen will, auf jeden Fall ein Abo da lassen. Ganz wichtig, Leute. Um Teil der Community zu werden. Teil der Wehrmörchen. Und auch gerne bei den Playlists vorbeisehen. Ich streame auch zweimal die Woche, wenn meine Arbeit es erlaubt. Auf jeden Fall kommen immer wieder Arena of Valor Videos, vor allem mit dem Wehrhasen-Team im Ranked pushen. Also Leute, Abo da lassen, um nichts zu verpassen. Leute, viel Spaß in Arena of Valor. Haut rein, bis zum nächsten Mal und